Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend die 29. Lesung aus dem wunderbar vom Englischen ins Deutsche übersetzte Buch Rulers of Evil mit dem deutschen Titel Herrscher des Bösen, das heute am 14. Juli 2019, beinahe einen Monat bereits auf archive.org erschienen ist. Und was mir unglaublich viel Freude bereitet, sehen zu können, dass dieses Buch bereits über 1600 Mal auf archive.org angeschaut und von daher gehe ich auch davon aus, auf die ein oder andere Art und Weise gelesen oder heruntergeladen worden ist. Das macht mir eine unglaubliche Freude, das festzustellen. Das ist natürlich auch eine sehr tolle, positive Anerkennung für die Arbeit, die sich initiell erstmal Stefan gemacht hat, um diese Basis für diese Übersetzung überhaupt hinzulegen und natürlich dann eben auch mehr oder weniger den Anstoß dazu gegeben hat, um überhaupt mit dieser Lesung zu beginnen, was ich ja sonst wohl nie gemacht hätte. Ja, natürlich, wenn es nicht in Deutsch übersetzt ist, kann man das natürlich auch nicht machen, aber er hatte da ja auch nochmal drüber gesprochen und mich dann mehr oder weniger dazu überredet, doch mal das ganze Buch zu lesen. Ja, und danach hat sich dann ja Viktor da monatelang in wirklicher Kleinstarbeit reingekniet, um dieses Buch in einer wunderbaren, wirklich, also für mich ziemlich perfekten Form zu übersetzen. Und wie perfekt diese Form jetzt ist, wenn man es ausdruckt, das wird uns Bruder Viktor gleich erklären, weil da hatten wir letztens miteinander drüber gesprochen. Und da können wir ja heute mal die Gelegenheit bei dieser Lesung kurz ergreifen, uns ein paar Minuten daran zu wenden, dass Bruder Viktor uns erzählt, dass man dieses Buch, das als PDF gratis jedem als Download im Internet zur Verfügung steht, also zum Herunterladen zur Verfügung steht, wie man das drucken kann. Da wollte Viktor ein paar Worte zu sagen und da möchte ich sagen, dass der Teil, den er meint, der auch wichtig ist, in einem Video aufgenommen zu werden, dass er uns den eben mitteilt. Herzlich willkommen zur Lesung heute Abend, Viktor, und erzähl uns mal eben, wie man dieses Buch also jetzt auch noch auf eine preisgünstige Art und Weise qualitativ toll drucken kann. Ja, hallo, moin moin und schön wieder mit allen hier verbunden zu sein. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass ich erstmal ein Video noch erstelle und dazu dann da was zu sagen, weil ich ja sozusagen das Material als auch noch nicht so richtig zur Verfügung steht, um eben diese preisgünstige Variante dieses Buches sich ja zu erstellen. Deswegen, ja, weiß ich jetzt gar nicht genau, was ich jetzt da im Einzelnen zu sagen soll. Es ist quasi noch was. Vielleicht nur ein bisschen den technischen Ablauf mal beschreiben, wie das genau funktioniert. Du hast ja eine Webseite oder so, über die du das machst, dachte ich, ne? Ja, das läuft letztendlich so. Also ich habe mir jetzt einfach mal eine Online-Druckerei rausgesucht und mit der das jetzt mal ausprobiert, in welcher, ja, ich sag mal, ja, Kosten-, Preis-Leistungs-Kategorie das dann so auch gut und günstig machbar ist und das Ergebnis ist an sich ganz gut und daher dachte ich, würde ich das dann auch mit den anderen, ja, interessierten Menschen dann auch teilen. Es macht jetzt, glaube ich, nicht so viel Sinn, wenn ich da jetzt so viele Worte drüber verliere, weil das ist eher doch, was ich dann, denke ich, in einem Video mal dann mal zeigen werde. Gut, dann kürze ich das hier ab und werde sagen, dann werden wir den Link dieses Videos, wenn du das dann erstellst, in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reinmachen. Und da können die Leute dann, wenn sie auf mehr Anzeigen unter diesem Video klicken, in die Beschreibungsbox gehen und werden den Link sehen auf deinem Kanal, wo du dann erklärst, wie man sich das Buch auf eine einfache, vernünftige und günstige Weise physisch drucken lassen kann. Einverstanden? Ja, damit bin ich sehr einverstanden. Gut, dann machen wir das so. Und wenn ich dich jetzt schon begrüßt habe, dann möchte ich natürlich auch unseren Bruder Michael noch kurz eben zur Lesung begrüßen. Hallo Michael, herzlich willkommen. Ja, hallo allerseits. Ich habe gerade zugehört und ich freue mich auch für den Viktor darüber, dass jetzt da seine Arbeit doch ein bisschen belohnt wird in jeglicher Form und würde mich echt darüber freuen, wenn das viele mal so weiter verbreiten würden. Ja, gut. Das von mir dazu. Gut, dann fangen wir mal an. Herrscher des Bösen, Kapitel 16, die Feinjustierung der religiösen Freiheit nennt sich dieses Kapitel. Als der Protest über den Stamp Act langsam abklang, den wir ja letztes Mal besprochen hatten, wo es darum ging, no taxation without presentation, ja, also keine Steuer,
wie sagt man das so schön, keine Steuerabnahme oder auch eine wirkliche Präsentation, also ohne irgendetwas dafür zu bekommen. Während dieser Protest langsam abklang, fanden die Jesuiten von Maryland, ja, dem katholischen Bundesstaat in den Kolonien und Pennsylvania heraus, dass Bischof Richard Challoner, der Direktor der katholischen Operationen in den britischen Kolonien, Rom gebeten hatte, einen amerikanischen Bischof zu ordinieren. Oh, jetzt wird's aber gefährlich. Der Direktor der katholischen Operationen in den britischen Kolonien hatte Rom gebeten, einen amerikanischen Bischof zu ordinieren. Jetzt werden die Protestanten, glaube ich, langsam misstrauisch. Die amerikanischen Jesuiten mochten diese Idee nicht. Pater Ferdinand Steinmeier alias Farmer aus New York warnte den Bischof Challoner selber, indem er sagte, es ist unglaublich, wie viel Hass der Bischofstitel bei allen Nicht-Katholiken in allen Teilen der Welt auslöse. Ja, es ist unglaublich. Warum ist das wohl so unglaublich? Wir dürfen nicht vergessen, wir handeln hier mit den amerikanischen Kolonien. Wir handeln hier mit einem Landstrich an der Ostküste dieses neuen Kontinents, dieser neuen Welt, in die Abertausende und Abertausende von Protestanten vor dem Antichristen in Europa geflüchtet sind. Und wenn da jetzt ein Bischof installiert werden würde, dann ist das, als ob man dem Teufel den kleinen Finger gibt. Und wir wissen, wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, dass er sich da nicht mit begnügt. Dennoch würde nach Challoners Ansicht, fährt der Autor fort, ein amerikanischer Bischof eine bessere Ordnung in den Kolonien schaffen, die Disziplin wiederherstellen und es zudem ermöglichen, dass koloniale Katholiken Bestätigung erhielten. Steinmeier und seine amerikanischen Brüder lehnten die Idee jedoch entschieden ab, weil sie damit den Katholiken das Leben unter den Protestanten nur erschweren würde. Sie sammelten Laienunterstützung für ihre Ansichten und baten Challoner selbst, die Proteste nach Rom weiterzuleiten, was dieser jedoch ablehnte und es den Jesuiten überließ, ihren Fall selbst darzulegen. Rom jedenfalls antwortete nie auf Challoners Petition, einen amerikanischen Bischof zu ordinieren. Der Bischof entdeckte später, dass die Petition, die in einem Brief an Kardinal Spinelli gerichtet war und 1764 zur Post gebracht wurde, England selbst niemals verlassen hatte. Mit den Worten von Bischof Challoner, Zitat, der Brief wurde geöffnet und auf dieser Seite des Ozeans abgefangen. Wer auch immer Challoners Brief geöffnet hat, muss seinen Inhalt an die Kirche von England weitergegeben haben. Denn kaum hatte Challoner seinen Brief verschickt, bat der anglikanische Bischof von London, der sich bisher damit begnügt hatte, seine amerikanischen Untertanen von London aus zu regieren, das britische Kabinett der Kirche von England zu erlauben, einen amerikanischen Bischof zu ernennen, der, Zitat, die herrenlose Herde in den Kolonien betreuen soll. Ende Zitat. Als die Nachricht von dieser Bitte die Kolonien erreichte, die zumeist aus Protestanten bestand, aber weniger als 15% anglikanisch waren, musste die Reaktion darauf Lorenzo Ricci begeistert haben. Die Söhne und Töchter von Einwanderern, die wilden Indianern und Klapperschlangen bei der Flucht vor religiösen Prälaten getrotzt hatten, hielten die Petition des Bischofs für den bisher schlimmsten Akt der Tyrannei, den dringendsten Grund zur Beunruhigung, gegen den man sich unbedingt auflehnen musste. Also wir sehen, wie subtil Ricci und seine Jesuiten es schaffen, Feindschaft zu sehen in einem Land, in dem Frieden herrscht. Genau das, was in dem Eid der Jesuiten eben auch drinsteht. Die Angst vor dem amerikanischen Bischof wurde in dem nicht-anglikanischen protestantischen Teil der Kirche zu dem elektrisierten Kommunikationsthema der damaligen Zeit vorangetrieben. Presbyterianische und kongregationalistische Prediger, die fast 50% der kirchlichen Kolonisten vertraten, erhoben den Vorwurf, dass ein amerikanischer Bischof einen kirchlichen Stamp Act, also Wertmarkenakt, verkörpern würde, der den Amerikanern all ihre Freiheiten, sowohl zivile
als auch religiöse Freiheiten entzieht und, Zitat, werden zu Staub zerrieben, wenn sie sich einem Bischof unterwerfen. Ende Zitat. Sie warnten davor, dass ein amerikanischer Bischof die kolonialen Gouverneure und Räte dominieren, die Position der kolonialen Oligarchie stärken und Dissidenten aus dem politischen Leben treiben würde mit einem Prüfgesetz, das von allen Beamten verlangen würde, ihre religiöse Konfession offenzulegen. Nachdem der amerikanische Bischof die Kolonialregierung unter seine Kontrolle gebracht hätte, würde dann die Kirche von Rom in allen Kolonien etablieren und ihnen Steuern und Unterstützung der römischen katholischen Hierarchie auferlegen. Nun, dieser Teil des Satzes hier ist unglaublich wichtig. Mit einem Prüfgesetz, das von allen Beamten verlangen würde, ihre religiöse Konfession offenzulegen. Das ist genau der Grund, weshalb in den Kolonien eben Katholiken von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen waren. Und das ist genau das, was im ersten Zusatz der amerikanischen Verfassung heute geregelt ist, oder damals bereits geregelt wurde, was im Grunde die sogenannte Religionsfreiheit betrifft, dass der Kongress und die amerikanische Regierung eben keine Prüfgesetze verlangen, in dem die Leute ihre Konfession offen erklären müssen. Und von daher, nach der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, aufgrund dieses Verfassungszusatzes, Katholiken in diesem neu gegründeten Staat, in dieser neu gegründeten Nation, Tür und Tor offen stand und steht, um eben auch Machtpositionen innerhalb der Regierung einzunehmen. Und da Katholiken nun mal ihre Treue nicht dem Land schwören, dem sie so gesagt dienen, sondern Rom, holt man sich damit den Krebs in die eigene, in den eigenen Körper. Genau das ist damit passiert. Das kann man mit diesem kleinen Satz hier schon wunderbar belegen. Ein Brief in der New York Gazette oder Weekly Postboy für den 14. März 1768 lautete, dass ein amerikanischer Bischof ein System bischöflicher Paläste, päpstlicher Einnahmen, geistlicher Höfe mit dem dazugehörigen Pomp, der Größe, des Luxus und den Insignien eines amerikanischen Lambeth einführen würde. Lambeth, Lambeth Palace, ist die Residenz des Erzbischofs von Canterbury, des Oberhaupts ganz Englands nach der Königfamilie. Ein amerikanischer Bischof würde die Amerikaner in ein Volk verwandeln, das gezwungen wäre, auf den Straßen auf die Knie zu fallen und die päpstliche Mitra zu verehren, während der apostolische Tyrann in seiner vergoldeten Kutsche vorbeifährt. Pater Jonathan Mayhew, Dozent in Harvard, legte eine berühmte und wohl prophetische Predigt unter dem Titel Populäre Götzenverehrung ab und sagte darin, Zitat, »Lasst die Bischöfe mit dem Fuß in den Steigbügel treten und ihr Tier, die Laien, wird herumstolzieren und zu nichts nützen. Die Bischöfe werden sich als das trojanische Pferd erweisen, mit dem das Papsttum Nordamerika unterjochen wird.« Nun, nach diesem Satz, die Bischöfe werden sich als das trojanische Pferd erweisen, mit dem das Papsttum Nordamerika unterjochen wird, erwarte ich jetzt nicht die Tröte von Michael, aber einen Einwand von Viktor. Nee, kommt nichts, Bruder. Ich referiere hier auf Kapitel 7 hinter den Diktatoren, das größte trojanische Pferd aller Zeiten. Erinnerst du dich noch? Dieses wunderbare Buch, was du erst übersetzt hattest? Und wo wir ja darüber gesprochen hatten, wie der römische Katholizismus das größte trojanische Pferd überhaupt ist, nicht wahr? Ja, das hatten wir sehr intensiv behandelt, das Thema, richtig. In 4 Lesungen, ja. Ich dachte, da würdest du jetzt gleich darauf anschauen und sagen, ja, guck mal, das hatten wir schon in Hinter den Diktatoren. Ist natürlich auch nicht verkehrt, hier mal einen Hinweis auf das Buch Hinter den Diktatoren zu geben, weil, wie viele vielleicht von euch wissen oder noch schlimmer, wie viele von euch vielleicht nicht wissen, diese Videos, die wir von der Buchlesung gemacht haben, 45 in der Anzahl, werden langsam an Stück für Stück von YouTube gelöscht und runtergeholt, weil es angeblich Hassrede beinhaltet.
Und deswegen möchte ich da eben ganz kurz darauf hinweisen, dass diese Videos inzwischen angeschaut werden können auf meinem Extra-Kanal, der nicht auf YouTube ist, sondern auf BitChute. Und das zeige ich euch mal eben hier im Bild. Und dann könnt ihr euch das da gerne anschauen. Ich bin im Augenblick so weit, dass ich bis Kapitel 11 hochgeladen habe. Und zwar seht ihr hier meinen Kanal Stunde der Wahrheit auf BitChute. Der Link zu diesem Kanal ist auch in der Beschreibungsbox dieses Videos drin. Und hier seht ihr die ganzen Videos von Hinter den Diktatoren. Das ist hier also bis zu Teil 32 habe ich heute hochgeladen. Ich lade jeden Tag mindestens ein Kapitel hoch. Und hier sieht man die ganzen, alle, wenn sie veröffentlicht sind, alle 45 Teile auf BitChute, die man hier sehen kann, die eben teilweise auf YouTube auch gesperrt sind. Na? Wie zum Beispiel Teil 6, dieser hier, die Jesuiten und die Protokolle der Weisen von Zion, das ist auf YouTube inzwischen gesperrt, das könnt ihr hier auf BitChute euch angucken. Und auch Bruder Michael hat einen BitChute-Kanal gegründet, der heißt Simply the Truth. Und wenn er nachher daran denkt, mir den Kanal nochmal eben kurz als, als Link... Ja, ich wurde gerufen. Wenn du nachher kurz daran denkst, mir den Link zu dem Kanal nochmal zu geben, dann werde ich neben meinem Stunde der Wahrheit BitChute-Kanal auch deinen Simply the Truth BitChute-Kanal verlinken in dieser Lesung unter Herrscher des Bösen, dass die Leute sich eben da auch informieren können über Videos, die man auf YouTube nicht mehr findet, dass man die eben auf BitChute von uns findet. Du lädst im Augenblick, denke ich, hauptsächlich oder ausnahmslos englischsprachige Videos hoch. Mhm. Ich mache auf meinem Kanal genau das Gegenteil. Ich lade ausschließlich und deutschsprachige Videos hoch. Aber das ist ja auch nicht weiter wild. Du lädst ja auch viele von meinen englischen Arbeiten hoch und das wird die Leute auch sicherlich erfreuen. Aber das ist eben so ein Punkt. Und wenn wir gerade jetzt hier in Herrscher des Bösen über das trojanische Pferd sprechen, das war also Kapitel 7 hinter den Diktatoren. Das sehen wir hier mal eben, gehen wir mal kurz ein bisschen zurück. Wo haben wir denn hier? Hier, das größte tyrannische Pferd aller Zeiten. Hier haben wir das im Bild. 1, 2, 3, 4. Ja, alle vier Teile. Also von Teil 17 bis einschließlich Teil 20. Das geht nur um das größte trojanische Pferd aller Zeiten. Da musste ich eben gerade dran denken, wenn wir das jetzt hier in Herrscher des Bösen lesen sind. Und deswegen dachte ich, dass vielleicht der Victor da kurz drauf anspringen würde. Aber jetzt habe ich das gemacht und das Wichtige ist gesagt. Diese Aussage von dem Pater Jonathan Mayhew, Dozent in Harvard, ja sofort, über dieses größte trojanische Pferd aller Zeiten, wenn man das verstehen will, diese Aussage, wie denn diese Bischöfe sich als das größte trojanische Pferd erweisen werden, ja, dann kann man vielleicht diese vier Sendungen sich anschauen von in total fast 4,5 Stunden und sich mal anschauen und dann eben auch merken, dass, ach so, hier ist ja, glaube ich, eine Notifikation, das habe ich hier von deinem Kanal gekriegt, dann habe ich das selber hier, kann ich deinen Kanal dann mit reinnehmen, ne? Mhm. Ja, ja, okay, das mache ich dann. Gut, du wolltest noch was sagen, Michael? Ja, ich hatte ja auch hinter den Diktatoren auf archive.org hochgeladen. Alle Folgen. Ah ja, okay, das wusste ich nicht. Das hab ich mhm, ich habe da nur die hochgeladen, die bis jetzt in YouTube gesperrt sind. Das sind, glaube ich, 3. Aber du hast da alle hochgeladen. Ah ja, okay. Ich habe alle 45 hochgeladen, ja, genau. Ja, dann gibst du halt den Link von deinem Archive auch noch mit rein, dann mache ich den dann noch. Genau, zu, ne? Damit der auch gelöscht wird. Nein, also auf Archive löschen sie, glaube ich, nicht so schnell. Na, jedenfalls musste ich da dran denken, als ich hier diesen Satz las, die Bischöfe werden sich als das trojanische Pferd erweisen, mit dem das Papsttum Nordamerika unterjochen wird. Die Angst vor dem amerikanischen Bischof war effektiver, um die Kolonisten zur Revolte zu bewegen und um mehr Soldaten zu mobilisieren, als alle tyrannischen Schriften und Steuersysteme, Stamp Acts, Wertmarken Acts und sowas zusammen. Sofort schuf das Thema ständige Korrespondenzgremien, eine interkoloniale Organisation von Kirchen und eine Society of Dissenters, also eine Gesellschaft von Dissidenten mit Sitz in New York. Diese Organisationen brachten alle Gegner der Kirche von England in Kontakt miteinander, sei es in Amerika, Großbritannien oder Irland. Das Gespinst eines amerikanischen Bischofs gab den kolonialen Patrioten einen fast unerschöpflichen Fundus an Propaganda, um sie gegen jede Form der wahrgenommenen Tyrannei im In- und Ausland aufzulehnen. Nach Jonathan Boucher diente dies Zitat dazu,
das Massenbewusstsein in einem Zustand der Gärung und Wut zu halten, die Menschen eifersüchtig und misstrauisch zu allen Maßnahmen zu machen, die nicht von staatlich anerkannten Führern vorgeschlagen wurden, und vor allem das öffentliche Bewusstsein zur Opposition zu konditionieren und daran zu gewöhnen. Ende Zitat. Das öffentliche Bewusstsein zu konditionieren, das nennt man Propaganda. Die Tatsache, dass Amerikaner nicht von römischen Katholiken, sondern von protestantischen Kirchenleuten unwissentlich aufgewiegelt wurden, um sich der britischen Krone und der Kirche von England zu widersetzen, halte ich, Tapper Saucy, für korrekt und Beweis für den sanzuanischen Einfallsreichtum von Lorenzo Ricci. Sanzu schreibt hierzu nämlich, Zitat, der General weiß, wie man nach Belieben formt, nicht nur die eigene Armee, die er befehligt, nein, sondern auch die Armee seiner Feinde. Ende Zitat. Während Rickys eigene Armee der Masse als eine Gruppe von bösartigen Tölpeln erschien, die in ihr wohlverdientes Vergessen hinabrutschten, ermöglichte ein kleines Elitekorps von Unentbehrlichen, von denen einige weder wussten noch sich kümmerten, wer ihr wahrer Befehlsgeber war, den englischsprachigen protestantischen Kirchengängern sich systematisch gegenseitig zu vernichten. Lorenzo Riccis Orchestrierung hatte eine solche Dichte erreicht, dass er nun Selbstgespräche wie Lagos Prahlerei in Shakespeares Othello führen konnte. Zitat, ob er nun Cassio oder Cassio ihn tötet, oder ob sie sich gegenseitig töten. Jeder Ausgang bringt mir Gewinn. Wenn man jetzt auch noch weiß, dass der wahre Shakespeare, Sir Francis Bacon, ein Jesuit war, dann macht diese Aussage aus dem Werk Othello natürlich noch mehr Sinn. Damals, in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, entwarfen die mittelamerikanischen Jesuiten Plakate, um die Campesinos, also Landarbeiter, zu motivieren, korrupte Politiker zu stürzen. Das geht um den System-Change. Ja? Die Poster dieser Befreiungstheologie nach Bellarmine zeigten einen wütenden Jesus Christus im Stil von Che Guevara, eingehüllt in Tarnkleidung mit Patronengürteln über der Schulter und eine Maschinenpistole im Anschlag haltend. Eine Art Rambo-Jesus. Einen Jesus, dessen heiliges Herz zu politischen Aktionen aufrief, die auch das Töten von Mitmenschen mit einschloss. Die Angst vor dem amerikanischen Bischof weckte in den 1770er Jahren die gleiche Dynamik. Was von vielen als die einflussreichste Predigt zu diesem Thema angesehen wurde, wurde in Bostons Ancient and Honorable Artillery Company, also die Bostons alte und ehrwürdige Artilleriegesellschaft, von Reverend, das heißt auch ein Wort, ein anderes Wort für Vater, Jonathan Mayhews Nachfolger in Harvard, Pfarrer Simeon Howard, vorgetragen. Simeon Howard machte seine ersten Erfahrungen als Prediger in Nova Scotia oder Arkadien, wie die französischen Siedler es nannten. Er erlebte aus erster Hand die Entwurzelung und Vertreibung von etwa 3000 französisch-katholischen Arkadiern und deren Jesuitenpriestern durch britische Soldaten. Grausam, oft mit Gewalt, wurden die Arkadier gezwungen, in verschiedene amerikanische Kolonien auszuwandern, ohne Entschädigung für Eigentum oder Vieh. Longfellow erinnerte an das Ereignis in Evangeline. Mit einer Kasuistik, die ganz nach dem Geschmack von Kardinal Bellarmine gewesen wäre, sprach sich die berühmte Predigt der Artilleriegesellschaft von Pfarrer Howard offen für den Einsatz von Gewalt gegen einen politischen Tyrannen aus. Unsere Pflicht, die persönliche Freiheit und das Eigentum zu verteidigen, begründete er mit der Schrift in Galater, Kapitel 5, Vers 1, wo geschrieben steht, steht also fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Gleichzeitig stimmt Pfarrer Howard damit überein, dass Christus von uns verlangt, dass wir dem Bösen nicht widerstehen, unsere Feinde lieben und Gutes denen tun sollen, die uns hassen, wie wir in Matthäus Kapitel 5 lesen können, und keinem Menschen das Böses mit Bösem vergelten sollen, auch und auch nicht rächen sollen. Römer Kapitel 12, 17 und 19.
aber Howard argumentiert, dass diese Regeln nur für Fälle von kleinen Übertretungen gelten können, jedoch nicht bei so großen Sünden wie zum Beispiel der Tyrannei und Unterdrückung. Nach Pater Howard sollten wir auch nicht die Gebote Christi in Bezug auf Besitz allzu wörtlich nehmen. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, wie wir in Johannes Kapitel 2, Vers 15 lesen und Zitat, ihr sollt euch nicht sammeln, Schätze auf Erden, da die Motten und der Rost sie zerfressen und die Diebe nachgraben, um sie zu stehlen, aus Matthäus 6, Vers 19, und gebt dem, der euch fragt, und von dem, der euch leihen will, wendet euch nicht ab, Matthäus 5, 42. Solche Gebote wie diese, sagte Pfarrer Howard, sind nicht mehr als unbestimmte Anweisungen. Wir hätten das Recht, sie zu beschneiden. Oder mit anderen Worten, wir Menschen haben das Recht, diese Gottesgesetze selber auszulegen und zu erklären. Und nichts anderes macht die römisch-katholische Kirche von 12 bis Mittag. Nun ist die defensive Anwendung von tödlicher Gewalt vernünftig, edel und patriotisch. Allerdings wird sie von Jesus Christus nicht gut geheißen. Der Jesus der Heiligen Schrift warnt davor, dass das Leben mit dem Schwert den Tod durch das Schwert nach sich zieht. Es ist Rom, das den Einsatz tödlicher Gewalt befiehlt und nicht Jesus Christus. Es ist Rom, dessen Naturrechtsgesellschaft auf der Bereitschaft des Einzelnen aufbaute, sein eigenes Leben beim Töten zu riskieren, um den Religionsstaat zu bewahren. Und es war dieses Rom, auf das Simeon Howard seine Zuhörer einschwor, es ihm nachzutun. Rom, das zur Herrin der Welt erhoben wurde, durch eine Armee von Männern von Eigentum und Wert. Ein Jahrzehnt, nachdem die Angst vor dem amerikanischen Bischof ausgebrochen war, begannen Tausende von amerikanischen protestantischen und katholischen Kirchenbesuchern einen Krieg zu führen, in dem viele von ihnen getötet wurden, um die Bischöfe aus Amerika fernzuhalten. Und sie gewannen diesen Krieg. Aber das absolut verblüffende Ergebnis ihres Sieges war, dass trotzdem keine Bischöfe dauerhaft von Amerika ferngehalten wurden. Nein! Zwei Bischöfe wurden nach Amerika entsandt. Ein anglikanischer und ein römischer Katholik. Und es war natürlich John Carroll, der römisch-katholische Bischof. Dieser Jesuitensohn aus Maryland wurde am 15. August, das ist absolut kein Zufall, dass das am Tag der Himmelfahrt von Maria passiert, 1790 in der Kapelle von Lulworth, einer Burg an der englischen Dorset-Küste, zum Bischof von Baltimore geweiht, die den Wells gehörte, einer bedeutenden römisch-katholischen Familie. Da hatten wir ja bereits in einem vorherigen Kapitel drüber gesprochen. Der obere Raum in der Kapelle wird roter Raum genannt. Aha. Rot, die Farbe der Sünde. Rot, die Farbe der Bischöfe von Rom. Ja. Rom, die Farbe der Hure aus Babylon. Rot, die Farbe des römischen Kriegsgottes Mars. Da kommen wir im nächsten Kapitel drauf. Von diesem Raum aus hat man einen großartigen Ausblick nach Osten. Nach Osten, in Richtung der aufgehenden Sonne. Ezekiel Kapitel 8. Von diesem Raum aus hat man einen großartigen Ausblick nach Osten, auf die lange Empfangswiese des Anwesens und nach Süden, auf eine berühmte Schmugglerbucht in der Ferne. Wie mir erzählt wurde, war ein häufiger Besucher von Lulworth Castle und Ehrengast in seinem roten Raum König Georg III., der verrückte König, von dem wir im vorigen Kapitel gelesen haben. Bischof John Carroll wurde zum direkten Vertreter des Heiligen Stuhls nicht nur in Baltimore, sondern in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Tatsache wurde 1798 von Richter Addison, Präsident des Court of Common Pleas of the Fifth Circuit of Pennsylvania, in der Sache Fromm gegen Carroll bestätigt. Fromm war ein widerspenstiger deutscher Franziskaner, der seine eigene deutschsprachige Laiengemeinde gründen wollte.
Edison entschied, dass der Bischof von Baltimore die alleinige bischöfliche Autorität, eben mal farblich widerlegen, hinterlegen, über die katholische Kirche der Vereinigten Staaten habe und ohne seine Autorität kein katholischer Priester eine pastorale Funktion über eine Gemeinde in den Vereinigten Staaten ausüben könne. Mit anderen Worten, wenn wir das richtig verstehen, wird John Carroll hier zum amerikanischen Papst erhoben. Weil es ist der Papst, der alle Priester und Bischöfe ordiniert. Und hier wird diese Aufgabe John Carroll übertragen. Fromm wurde dagegen exkommuniziert, weil er war ja Franziskaner, er war ja ein Katholik, und an ihm ein Exempel statuiert, was oft mit Rebellen gegen eine kirchliche Autorität passiert. Sun Tzu nennt das Blown Cover as Cover. Edisons Verwendung des Begriffs katholische Kirche der Vereinigten Staaten ist eine interessante gerichtliche Feststellung, die Carrolls Ordination für alle praktischen Zwecke einer weltlichen Kirche einführte, die vom schwarzen Papsttum regiert wurde. Katholische Kirche der Vereinigten Staaten. Da habe ich mir eine kleine Note dazu gemacht, wie ihr seht, über The Ark and the Dove, Kapitel 3. Nicht Kapitel 3, das muss ich mich korrigieren, das ist Buch 3. Das Buch The Ark and the Dove, das ich schon öfter erwähnt hatte, die Arche und die Taube, was natürlich seinen Titel aus der Bibel entlehnt, handelt von der Reise von diesen beiden Schiffen, die Arche und die Taube, die im Spätherbst, Anfang Winter aus England weggesegelt sind, 1633, und im Frühjahr, ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher Tag, 1634 in Amerika in den Kolonien gelandet sind. An Bord dieser Kolonien, an Bord dieser Schiffe waren Jesuiten, waren Katholiken und waren auch Protestanten. Nun kann man sich natürlich vorstellen, als ein Mensch, der ein wenig die Geschichte versteht, zwischen diesen drei verschiedenen Glaubensrichtungen, dass, wenn man die drei zusammen auf ein Schiff pfercht, dass das da nicht lange besonders friedlich hätte gewesen sein können. Aber die Jesuiten und die Katholiken auf der Reise wurden dringendst angewiesen, sich von den Protestanten während der Reise fernzuhalten und keine Gespräche mit ihnen zu führen und sicher keine Diskussionen zu beginnen, weil es war absolut notwendig für die Durchsetzung der römisch-katholischen Doktrin in den Kolonien der Zeit damals, dass die Jesuiten und Katholiken, die auf diesen Schiffen waren, in Amerika landen konnten und nicht von den Protestanten gleich wieder verdrängt werden würden oder umgebracht werden würden oder weggeschickt werden würden, sondern es war notwendig, dass diese Katholiken und Jesuiten eine Saat säen würden, die ihnen knapp 140, 150 Jahre später dazu verhelfen würden, eine reiche Ernte einzufahren. So viel Jahre im Voraus plant die antichristliche Kirche von Rom. Als 1634 die Arche und die Taube auf kolonialem Grund, was wir heute amerikanischen Grund in den USA also landeten, da hatten die bereits die Pläne, dass das, was sie dort säen würden, sie 150 Jahre später ernten würden, in der Form der Verfassung der Vereinigten Staaten, die sich auf einen Gott beruft, der nicht der Gott der Bibel ist, und die sich darauf beruft, dem Verfassungszusatz einen Zusatz reinzubringen, der ihnen Religionsfreiheit gewährt, eine Religionsfreiheit, die Rom immer und unter allen Umständen extrem ablehnend gegenübersteht, die Rom nur dann favorisiert, wenn sie selbst in der absoluten Unterzahl ist. Und wir wissen inzwischen, dass in den Kolonien zu der Zeit die katholische Bevölkerung weniger als 2% der Bevölkerung ausmachte, also in der absoluten Unterzahl war. Und es gibt einen christlichen Hinweis in der Bibel darauf, wie wir bibeltreue Christen uns gegenüber in feindlichen Gelände verhalten sollen. Wir sollen nämlich so ungefährlich wie Tauben sein, aber so schlau wie Schlangen, wenn ich mich richtig erinnere an die Aussprache in der Bibel.
Michael und Viktor können mich ja gerne korrigieren, wenn ich da irgendwas verkehrt vorhabe. Ich meine, es heißt im Englischen harmful as doves and wise as serpents. Und genau das haben hier die Katholiken auf sich zugepasst, als sie eben den kolonialen Grund in Maryland hauptsächlich damals unterwandert hatten. Und in dem dritten Buch von The Ark and the Dove, ja, also das Buch Die Arche und die Taube, ist unterteilt in drei Bücher. Das ist einmal das Vorbereiten und des Bodens und die Aussaat. Das ist dann das Versorgen der Saat und das ist am Ende das Ernten, das Einfahren der Ernte. In diesem dritten Buch gibt es einen sehr interessanten Briefwechsel, den der erste amerikanische Bischof von Baltimore, John Carroll, mit dem Papst damals hatte, wo er den Papst gesagt hat, und ich kann das jetzt natürlich nicht wortwörtlich wiedergeben, es ist ja auch in Englisch geschrieben, aber sinngemäß sagt John Carroll dem Papst: Papst, die katholische Kirche in Amerika ist eine andere als die römisch-katholische Kirche in dem Rest der Welt, denn wir müssen hier ganz vorsichtig auftreten und wir können nicht die typischen römisch-katholischen Dogmen vertreten in dieser Kolonie oder in dieser neu gegründeten Nation. Denn wenn wir das tun würden, dann würden wir von den Protestanten innerhalb kürzester Zeit zermalmt werden. Um also unsere subtile Politik in der Zukunft fortzusetzen, ist es eminent wichtig, dass wir den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes der römisch-katholischen Kirche nicht übertragen auf die amerikanischen Katholiken und dass wir mit der amerikanisch-katholischen Kirche uns ein wenig von der römisch-katholischen Kirche abgrenzen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Das war knapp 200 Jahre später der Fall. Denn als Ronald Reagan 1981 zum amerikanischen Präsidenten vereidigt wurde, stand er auf dem Balkon des Weißen Hauses und hat in Richtung des Obelisken von Washington seinen Amtseid abgelegt. Und das war ein verstecktes Zeichen für Jesuiten um die ganze Welt, mit dem bekannt gegeben wurde, dass in Amerika alle protestantischen Kirchen komplett Jesuiten unterwandert waren und dass die römisch-katholische Kirche hinter vorgehaltener Hand jetzt die Obermacht in den Vereinigten Staaten von Amerika hat. Und inwieweit das bereits politisch durchgedrungen war, das sehen wir ja, wenn wir Kapitel 1, Rom im Untergrund, in diesem Buch Herrscher des Bösen uns nochmal vornehmen. Und wenn wir uns diese ganzen verschiedenen Namen anschauen von den katholischen Personen, die in der Regierung, in der Exekutive und in der Legislative der Amerikaner die ganzen Richtungen leiten, also Wirtschaft und alles drum und dran, wie all diese ganzen Ressorts von Katholiken geleitet werden. Genau dazu hat das geführt in den 200 Jahren. Und dieser Grundstein wurde gelegt mit den beiden Schiffen, die Arche und die Taube, die 1633 in England ab und 1634 an der amerikanischen Küste angelegt haben. Und genau deswegen habe ich hier diesen kleinen Hinsatz geschrieben und eben, dass eben auch der Bischof Carroll einen Brief an den Papst geschrieben hat und den findet man in dem dritten Buch von The Ark and the Dove, die Arche und die Taube. Ein Buch, das es nicht in Deutsch gibt, ein Buch, das es auch nicht im PDF-Format gibt, soweit ich weiß. Aber das Tom Fress vor einigen Jahren auf First Amendment Radio gelesen hat und das ich sehr aufmerksam gehört habe. Und dass man sich besorgen kann, dass man selbst nachlesen kann. Und da steht eben dieses genau drin. Also, Addisons Verwendung des Begriffs katholische Kirche der Vereinigten Staaten. Ja, nicht römisch-katholische Kirche in den Vereinigten Staaten, sondern katholische Kirche der Vereinigten Staaten ist eine interessante gerichtliche Feststellung. Das heißt, es wird hier sogar von der Judikative dieses neuen Staates wird es hier bereits bestätigt, dass der offizielle Titel ist die katholische Kirche der Vereinigten Staaten, die Carrolls Ordination für alle praktischen Zwecke einer weltlichen Kirche einführte, die vom schwarzen Papsttum regiert wurde. Der berühmte katholische Historiker Thomas O'Gorman
stimmte 1895 zu und bemerkte, dass der amerikanische Katholizismus von Anfang an eine reine Jesuitenaffäre war und es weitgehend geblieben ist. Hier haben wir jetzt noch einmal einen weiteren Einblick in das größte trojanische Pferd aller Zeiten erhalten. Meine lieben Brüder, ich mache hier die ganze Zeit die Lesung alleine. Habt ihr vielleicht eine Bemerkung, Kommentar oder Frage zu dem, was ich gerade eben gelesen oder erklärt habe? Nee. Dann lese ich weiter. Ich würde dem ein bisschen widersprechen mit dem größten trojanischen Pferd, denn ich finde die katholische Kirche insgesamt als das größte trojanische Pferd. Weil es ist ja nicht auf USA nur begrenzt. Nein, aber natürlich in Europa ist die römische katholische Kirche ja nie ein trojanisches Pferd in der Hinsicht gewesen. Da ist sie ja offen aufgetreten. Es geht ja darum, dass sie in Amerika sehr verdeckt auftreten muss. Das ist ja der Punkt. Und okay. Das trojanische Pferd gibt einem ja die Idee, dass unter dieser Holzlatte eben etwas verborgen ist, was man ja von außen nicht erkennen kann. Dass also die Katholiken sich auf eine Art und Weise da eingeschlichen haben, dass man es nicht merkt. Und deswegen der Einsatz in das trojanische Pferd. In Europa, lieber Bruder, ist die katholische Kirche ja niemals als trojanisches Pferd aufgetreten. Die ist ja immer ganz offen aufgetreten. Ganz offen als das deutliche vierte Tier von Daniel, das mit seinen Zähnen aus Eisen und Pfoten aus Eisen alles zermalmt und zerdrückt und zerquetscht und tötet, ne? Ja, das fällt dir auf und uns auf, aber ich denke 99% der Katholiken nicht. Deswegen, ich finde es halt einfach nur traurig, verstehst du? Ich will ja da nicht gegensprechen, aber ich finde insgesamt mittlerweile, dass sich die katholische Kirche so verkleidet hat hinter ihren ganzen Traditionen und Riten, dass die meisten Menschen heutzutage halt überhaupt nicht nach dem wahren Glauben suchen und nach der Wahrheit suchen, weil sie da dermaßen getäuscht sind und mit der Kirche auch überhaupt nichts anfangen können, weil sie halt einfach nicht wissen, wo der Schuh drückt. Sie wissen, dass der drückt, der passt irgendwie nicht, aber sie wissen nicht, wo. Und deswegen finde ich es interessant, dass es über die Jahrhunderte eigentlich schlimmer geworden ist, anstatt besser. Eigentlich sollten wir ja heutzutage eigentlich aufgeklärt sein, aber genau der Gegenteil ist ja der Fall. Ne? Das ist richtig. Wir hatten es ja heute noch mit einem Aufklärer, ne? Aber wir sind ja genau absolut zugedröhnt, ne? Anstatt aufgeklärt. Ja. Aber gerade eben die Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika, die sich für so frei hielten und die damals ja Europa und dem Joch Roms entflohen sind in diese neue Welt, waren natürlich sehr darauf gestellt, das so zu halten. Deswegen war von den 13 Kolonien nur eine, Maryland, und dann später Virginia als zweite, aber Maryland als einzige erstmal. Gegründet ja durch den Andrew White mit dem White House und so weiter und so weiter. Die einzige katholische Kolonie, die man da mehr oder weniger geduldet hat. Aber das ist eben das Problem. Mit dieser Duldung fängt es eben an. Und mit dem, was ich gerade eben gesagt habe, vor allen Dingen mit dem, was in The Ark and the Dove, also die Arche und die Taube, geschrieben ist, finden wir eine gute Erklärung dafür, wie die römisch-katholische Kirche eben sich eine Maske aufsetzt und diese Maske könnte man schon fast eine Tarnkappe nennen, dass sie eben unerkannt bleiben. Haben wir nicht bereits in einem, das war doch hier in Herrscher des Bösen, hatten wir doch mal einen Ausflug gemacht in die Carols, dachte ich. Haben wir das schon gemacht oder muss das noch kommen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Victor, erinnerst du dich das noch? Haben wir das schon gelesen oder muss das noch kommen? Wo wir doch über die Carol-Familie gesprochen haben. Das haben wir doch schon gemacht in diesem Buch. Und da hat doch der Carol Calvert, der Nachkomme von dieser Webseite, das genommen war, der hatte doch gesagt, dass die Carol-Brüder unter dem Radar flogen. Ne? Also, dass die im Grunde eine Tarnkappe auf hatten, dass man das nicht gemerkt hat oder nicht bemerkt hat. Und das ist genau das, was ich hier eben auch schreibe. Als die Ark und The Dove, also die Arche und die Taube, 1634 da gelandet sind, da waren die sehr vorsichtig, um ja nicht entdeckt zu werden, aber haben das vorbereitet, wobei sie dann 150 Jahre später, nämlich 1789 mit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Ernte eingefahren haben. Ziemlich genau 150 Jahre später, 1634, 1789.
trojanisches Pferd, dass du da deine Bedenken anmeldest, Michael. Ja, nicht ganz unrichtig, aber wie gesagt, ich meine, in Europa ist die römisch-katholische Kirche nie auf Schleichfüßen gewesen, sondern immer mit Monsterfüßen, hat alles zertrampelt, was es nur packen konnte. Und in Amerika sind sie halt mehr oder weniger auf Samtpfoten reingekommen und haben sich eingeschlichen, was man vielleicht mit einem trojanischen Pferd vergleichen könnte. Diese obskuren Tatsache, also der erste protestantische Bischof Amerikas schuldete Rom wie sein römisch-katholischer Amtskollege die Treue, bla bla bla, wo waren wir denn? So tief waren wir doch noch gar nicht gesunken hier. Wo war ich denn hier am Lesen geblieben? Hier ganz oben. Amerikas erster anglikanischer Bischof, der 1784 ordiniert wurde, war Reverend Samuel Seabury aus Connecticut. Anglikanischer Bischof, ne? Also ein sogenannter protestantischer Bischof, weil die anglikanische Kirche ist ja zwischen Anführungszeichen protestantisch. Sie ist nicht protestantisch, es ist nur die protestantisch umgeformte alte römisch-katholische Kirche in England, hat immer noch unglaublich viel katholischen Sauerteig in sich. Und von dieser anglikanischen Kirche, der erste amerikanische Bischof wurde 1784 ordiniert, also einige Jahre vor dem katholischen Bischof Carroll. 1784, das war Reverend Samuel Seabury aus dem Staat Connecticut. Reverend Seabury war sowohl ein hoher Kirchenvertreter als auch ein Freimaurer. Ja, aber Jörg, es ist doch den römischen Katholiken verboten, um Freimaurer zu sein. Ja, aber wir müssen doch verstehen, bitteschön, dass die Freimaurer eben genau dafür gegründet wurden, der protestantische Arm der Jesuiten zu sein. Und wenn ich dann einen anglikanischen Bischof, also einen protestantischen Bischof, in die Freimaurerei reinbringe, dann habe ich natürlich mein Ziel erreicht. Er ist nämlich römisch-katholisch kontrolliert. Während er sozusagen Anglikaner ist, also einer Kirche angehört, die eigentlich protestantisch ist, ist er dadurch, dass er Freimaurer ist, doch von den Jesuiten kontrolliert. Also die Jesuiten kriegen ihn auf jeden Fall. In einer Fußnote steht hier noch eine kleine Note damit drin, die hier der Viktor für nötig beachtet, da reinzubringen. Da lesen wir: Sidney Haydon, Washington and his Masonic Companions, also das ist Washington und seine freimaurerischen Mitstreiter aus New York, da aus diesem Buch ist das entnommen. Vor der Provinzialgroßloge in New York hielt Reverend Seabury am 27. Dezember 1782, also 2 Jahre vor seiner Bischofsordination, eine Ansprache, von der ein Augenzeuge berichtet, Zitat: Zusammen wurde einstimmig beschlossen, dass der Dank dieser Loge unserem Reverend Brother Dr. Seabury gilt für seine Predigt an diesem Tag vor dieser und anderen Logen zur Feier des heiligen Johannes des Evangelisten. Eine protestantische Kirche kann eine Feier eines heiligen Johannes nicht feiern, weil die Heiligen in der protestantischen Kirche prinzipiell die Heiligen der Bibel sein sollten, und die Heiligen der Bibel sind die Lebenden und nicht die Toten. Also hier sieht man schon mal wieder das typische Vermischen des Heiligen mit dem Unheiligen. Ja? Und dass dieser Bruder Seabury eine Predigt vor den Logen gehalten hat, also dann auch noch eine Predigt hält in einer Freimaurerloge, das setzt dem Ganzen sowieso, bei Weise von Sprechen, die Krone auf. Um die politischen Folgen einer aufgebrachten protestantischen Bevölkerung gegenüber der Kirche von England so kurz nach 1776 zu vermeiden, wurde Seabury im November 1784 in Aberdeen, Schottland, geweiht. Von entscheidender Bedeutung für Rom war, dass die drei Bischöfe, die Seabury weihten, alles Non-Juring-Bischöfe waren. Non-Juring beschrieb die Klasse der katholischen Bischöfe, die in der Nachfolge des jakobitischen Klerus entstanden, der König Jakob II. Oder Jakobus II. Nach seiner Abdankung 1689 treu geblieben war und der sich geweigert hatte, einen Treueeid den Nachfolger von Jakob zu leisten. Seine Tochter Maria II., also Maria Stuart, und seinem Schwiegersohn Wilhelm III. Von Oranien, die beide Protestanten waren. König Jakob II., der hier steht,
war Katholik. König Jakob I. war der, der uns 1611 hier König Jakob II. König Jakob I. war derjenige, der uns 1611 die König James Bibel brachte. König Jakob II. War ein Katholik. Der erste protestantische Bischof Amerikas schuldete Rom, wie sein römisch-katholischer Amtskollege, die Treue. Natürlich, weil er eben ein Freimaurer war. Das muss man verstehen. Wenn man das nicht versteht, dann macht dieser ganze Satz keinen Sinn. Der macht nur Sinn, wenn man versteht, dass Seabury ein Freimaurer war. Seabury war Freimaurer. Und wenn man weiß, dass die Freimaurerei Anfang des 18. Jahrhunderts, zwischen 1717 und 1720, von den Jesuiten mehr oder weniger gegründet wurde, und die Jesuiten, die gerade schrieben bis zum 33. Grad der Hochgrad Freimaurerei im schottischen Ritus, und dass der oberste Vorgesetzte der Freimaurer eben der General der Jesuiten ist. Darum war der erste protestantische Bischof Amerikas einer, der wie sein römisch-katholischer Amtskollege Rom die Treue schuldete. Ob er das jetzt wusste oder nicht, das lassen wir mal eben unbeantwortet. Dieser obskuren Tatsache wird an einem der meistbesuchten und weltberühmtesten Orte Londons gedacht. Die geräumigen Rasenflächen auf beiden Seiten der großen Treppe, die zur National Portrait Gallery mit Blick auf den Trafalgar Square führt, sind bis auf ihre beiden Bronzestatuen identisch, die einzeln in der Mitte jedes Rasenstücks platziert sind. Auf der Nordwiese steht König Jakob II. Da suche ich jetzt mal eben das Bild dazu raus, das ich habe. Müssen wir uns eben gedulden, bis der Computer wieder anspringt. Da braucht ja immer ein paar Sekunden mit seiner Disk, um hier aus dem Schlaf zu erwachen. Aber das gönnen wir ihm mal kurz. Und dann kommt er hier mit dem Bild, das wir uns dann hier anschauen können. Ich mache das ein bisschen größer. Da kann man das sehr gut erkennen, was wir gleich lesen. Wir haben hier in dem Buch das Bild von George Washington, der sich auf die Faschis stürzt und eine Statue am Trafalgar Square ist. Und hier haben wir König Jakob II., Herr James II., König Jakob II. Ebenfalls am Trafalgar Square. Und zwar gekleidet wie ein römischer Kaiser. Ja, das sehen wir hier. Denn wir lesen, auf der Nordwiese am Trafalgar Square steht Jakob II., gekrönt mit kaiserlichen Lorbeerblättern, in der Rüstung von Julius Caesar. Ein älterer britischer Jesuit mit der Leidenschaft für ausgefallene historische Details vertraute Tapassos in dem Autoren an, dass Jakob II. Es liebte, sich in kaiserlicher Rüstung zu kleiden. Auf dem südlichen Rasen steht die berühmte Statue von dem ersten US-amerikanischen Präsidenten George Washington, wie hier im Bild zu sehen. Er ist gekleidet in zeitgenössischer Kleidung und lehnt sich an ein riesiges Bündel von Stäben an, aus denen der Kopf einer Axt hervorragt, wie wir hier oben ganz deutlich sehen können. Die Faschis, das alte Emblem der römischen Rechtsmacht. Als Bischof Seabury 1789 sein Episkopat mit den beiden anderen anglikanischen Gemeinschaften in Amerika vereinte, wurde die protestantische Episkopalkirche in den Vereinigten Staaten geboren. George Washington war ein Mitglied dieser Kirche. Und hier sehen wir die früheste Verbindung zwischen den Protestanten und den Katholiken in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Londoner Statue erklärt die wenig bekannte historische Tatsache, dass die römisch-katholische Herrschaft von Jakob II. Über die englischsprachigen Menschen mit dem ersten Präsidenten der verfassungsmäßigen Vereinigten Staaten von Amerika wieder aufgenommen wurde. Es ist eine Hommage an die phänomenale, geniale Generalität des Lorenzo Ricci. John Carroll verbrachte seine letzten Jahre in Europa, um Lorenzo Riccis Vision der Rebellion in Amerika zu entwickeln.
John Carroll bewegte sich äußerst vorsichtig und oftmals auch inkognito. Aber die wenigen Spuren, die er hinterließ, die sind sehr aufschlussreich und Thema unseres nächsten Kapitels, wo wir hier beginnen mit einer Zeichnung von Erzbischof Nikolaus von Hontheim, auch bekannt als Justinius Febronius in einem Gemälde, von einem Gemälde in Trier. Und damit beginnt das 17. Kapitel, das perfekte Timing einer großen Rundreise. Kapitel 17, das perfekte Timing einer großen Rundreise. Auch wenn wir noch nicht ganz am Ende einer Stunde angekommen sind, möchte ich doch die Lesung hier für heute beenden. Weil das, was uns in diesem nächsten Kapitel begegnet, hat solche Brisanz, dass ich mich da gerne während der Lesung eines Kapitels drauf konzentrieren möchte und nicht heute anfangen und nächste Woche darin weiterlesen. Wir werden über den von Hontheim, den Febronius, reden, den Febronianismus, und wir werden über die Reise von John Carroll reden und wir werden eine unglaublich wichtige Entdeckung machen in Bezug auf die vatikanischen Bankiers, wer sie sind, wo es geschrieben steht und so weiter und so weiter. Und ihr seht, das Kapitel ist lang genug. Das wird sowieso länger als eine Stunde in Beschlag nehmen. Und von daher nicht weiter schlimm, dass wir heute mit dem Ende von Kapitel 16 aufhören, bevor wir uns dann nächstes Mal Kapitel 17 widmen. Von daher möchte ich meine Lesung für heute hier beenden. Freue mich nächstes Mal mit der nächsten 30. Lesung in das Kapitel 17, in diese Reise von John Carroll nach Europa reinzugehen und möchte eben die abschließenden Kommentare meinen beiden mich begleitenden Brüdern Michael und Victor überlassen. Michael haben wir ja schon gehört, dann würde ich vorschlagen, fängt er an, dann kann Victor sich noch auf seinen Schlusssatz eben konzentrieren, bevor er von Michael übernimmt. Bitte, Michael. Ja, danke fürs Lesen und danke fürs konzentriert dabei bleiben, was ich bei den ganzen Thematiken jetzt hier nicht so ganz einfach fand. Abschließend habe ich eigentlich so nichts Besonderes dazu beizutragen, außer dass ich einfach, wenn immer wieder sehe, mit dem kleinen Finger reichen und dann die ganze Hand rausreißen und den Arm rausreißen, ist immer so, aber das ist heutzutage anscheinend so eine Taktik, die immer unter dem Deckmäntelchen der sogenannten Toleranz dann immer so stattfindet. Ne? Man macht da immer so Salamitaktik und am Ende kriegt dann doch der Hund die ganze Wurst. Und deswegen finde ich diese ganze Sache der Blaupause der Vereinigten Staaten von Amerika eigentlich in Bezug auf unsere Vereinigten Staaten von Europa doch sehr, sehr interessant, wie dann da die Geschichten damals von langer Hand eingefädelt waren und wurden, die dann zum Tragen kommen. Und im Endeffekt haben wir ja eine ähnliche Situation hier in Europa. Und damit gebe ich dann mal weiter an den Victor. Ja, ich danke auch für die Lesung und für die ganzen interessanten auch dann Bemerkungen und Kommentare. Ja, ich denke, ist an sich ganz gut doch auch rausgekommen, beziehungsweise wir sehen auch noch jetzt in den folgenden Kapiteln, wie eben, ja, wenn wir jetzt sehen, dass die Amerikaner oder die Protestanten damals dagegen sich aufgelehnt haben gegen einen Bischof, aber letztendlich ja doch dann einer installiert wurde, ja, mit welchen Mitteln und Wegen der Teufel es dann doch immer wieder vollzieht und bewerkstelligt bekommt, eben das sein gewünschtes Ergebnis dann, ja, uns dann präsentiert wird. Ja, interessant, interessant bei dem Bischof, muss ich nochmal eben einwerfen, Victor, ja, ist natürlich, dass wir gelesen haben, dass der Salisbury, der Bischof der anglikanischen Kirche, 1784 ordiniert wurde. Da hatten die Protestanten da natürlich im Grunde im Prinzip auch nicht viel gegen, weil er war ein anglikanischer Bischof und anglikanische Kirche galt ja allgemein als protestantische Kirche. Was natürlich nicht berücksichtigt wurde bei der Nichtkritik ist, dass eben dieser Bischof ein Freimaurer war und dadurch eben auch römisch-katholisch kontrolliert, wie Tappasorsi geschrieben hat, dass eben selbst dieser erste anglikanische Bischof Rom Rechenschaft ablegt oder Rom seine Treue schwört. Und eben wichtig, dass wir verstehen, das passierte bereits 1784. Das ist ja während der Zeit des Unabhängigkeitskriegs. Ne?
Der fing ja 1776 an und die Nation Vereinigte Staaten von Amerika wurde ja 1789 gegründet. Vor der Gründung hat man also den anglikanischen Bischof in Amerika bereits etabliert, der durch die Freimaurerei Rom unterstellt war. Und nach 1789 hat man dann den ersten amerikanisch-katholischen Bischof ordiniert, John Carroll, der offiziell katholisch war. Nur noch eben zum besseren Verständnis für unsere Zuschauer. Bitte schön. Ja, danke. Ich glaube auch, natürlich jetzt auch, weiß ich auch, dass es nicht ganz einfach manchmal ist, eben jetzt, sag ich mal, die letzten oder jetzt auch die Folgekapitel manchmal so zu folgen. Es gibt am Ende des 18. Kapitels so eine ganz gute Zusammenfassung, wo man mal immer mal zwischendurch so ein bisschen den roten Faden auch findet in den ganzen verschiedenen Jahreszahlen. Also so chronologisch ist das ja ganz gut aufgeschlüsselt, wenn man mal so ein bisschen, ja, so die Übersicht mal wieder erblicken möchte. Du sprichst über das Generalat von Lorenzo Ricci zwischen 1758 und 1775. Diese Tabelle, die da drin steht. Ja, genau, da ist eine Tabelle am Ende des 18. Das ist über das Generalat von Lorenzo Ricci, ne? Mit den Dingen, was in Amerika passiert, was in England passierte und was im Rest der Welt passierte. Ja, genau. Mhm. Ja. Richtig. Das sollte ich nur noch mal mit anfügen, falls es mal für den einen oder anderen, ja, mal so ein bisschen, ich weiß, also mir ging das auch mal zwischendurch, ist es natürlich viel Geschichtswissen, mit dem man vielleicht das erste Mal konfrontiert wird und daher, ja, ist das manchmal vielleicht hier und da auch, um einfach mal vielleicht zu wiederholen und sich die Dinge, die geschichtlichen Fakten nochmal wieder eher hervorzurufen, vielleicht ganz, ganz hilfreich. Ja, ansonsten habe ich jetzt auch nichts weiter, außer dass wir nochmal die eine Stelle hatten, dem heutigen Kapitel, da sind wir auch nochmal so ein bisschen auf ein paar Bibelstellen drauf eingegangen. Da hatte ich nochmal einen Punkt, und zwar, Moment, das muss ich nochmal kurz hervorrufen. Dort, Moment, jetzt habe ich mich gerade hier ein bisschen... Ist das hier auf Seite 159? Ich glaube ja, 59 war das oder 58. Haben wir die Bibelstelle, ja. Johannes 2,15, Matthäus 6,19, 5,42. Genau, Moment. Ja, das fand ich noch ganz interessant, eben der Punkt, wie das dann wieder so relativiert wird. Also wir sehen an der Stelle auch wieder so eine Art ja der Marginalisierung der Schrift, wenn dann der Pater Howard sagt, also wenn wir jetzt das im Kleinen betrachten, dann ist es natürlich, müssen die Gesetze immer gewahrt werden oder die Gebote und angewendet. Aber bei solchen großen Dingen, die ja eine ganze Nation betreffen oder vielleicht auch noch darüber hinaus, da sind wir dann natürlich geneigt dazu, das ja für unsere Zwecke oder unsere Gunsten, unsere Ziele, das eben dann anzupassen. Ja, Rom macht hier ja wieder einmal den Unterschied, den die Bibel nicht macht, zwischen großen und kleinen Sünden oder zwischen Todsünden und anderen Sünden. Die Bibel sagt ganz deutlich, die Übertretung des Gesetzes ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Also jede Sünde ist eine Todsünde. Und Rom macht hier natürlich den Unterschied, wie hier zum Beispiel die kleinen Übertretungen. Ne? Und macht da also wiederum seine eigenen Gesetze. Das ist der Punkt, glaube ich, den du anholen wolltest, nicht wahr? Ja, genau. Gut. Ja, so sehen wir dann auch wieder in der Hinsicht, was natürlich ja auch im Folgenden wir auch dann halt sehen, wie damit auch natürlich die so ein bisschen ja die Laien, ne, die Gläubigen auch dann immer weiter manipuliert werden, um letztendlich das Ziel ja dann noch zu erreichen, die allgemeine ja Religionsfreiheit und die dann wieder Installation, ja, wie wir es im ersten Kapitel ja auch schon erlebt haben, mit sämtlichen katholischen Laien, die ich sag mal, wichtigen, ja, politischen, wichtigen ja, bedeutenden Positionen innerhalb, ja, sag ich mal so, in Schalt- und Waldstellen, ne, innerhalb einer der Exekutive, ja. Ja, genau. Und da, ja, fand ich das heute auch wieder interessant, dass man dahin wieder da so ein bisschen auch in der Hinsicht, dass sich so widerspiegelt. Dieses Vorgehen des Satans. Ja, ich freue mich dann aufs nächste Mal und sage dann an der Stelle, ja,
bleibt fest im Wort, in der Schrift, lest eure Bibel und bis zum nächsten Mal. Maranatha. Maranatha.